mal die Knarre raus, weil nicht umsonst habe ich die ja gefunden. Und warum sollte ich mir jetzt hier Stress machen und den noch verprügeln? Kann ich doch ebenso gut. Das war's. Messer können wir auch noch mitnehmen. Und anders als bei Mafia, was ich als letztes Let's Played habe, ihr habt ja schon gesehen, es ist egal, wie schnell man durch die Stadt fährt und so, es ist auch hier egal, ob man eine Waffe in der Hand trägt. Es interessiert einfach keinen. Please call the police. Garden ain't a problem for you no more, cousin. Nice one, cousin. Drive back to the depot. These bruises are starting to pain. So, fahren wir mal schnell zurück. Pew! Motorhaube auch weg. These men, these Shylocks like Darden, they always try to squeeze you for everything. A man in Europe, another Russian. Bulgari. He lived on the Adriatic. Können wir mal hier so einen Typen aufs Korn nehmen hier. Bam! Bisschen Kamageddon spielen. He is one of the reasons I came here. And to see your cousin, of course. Of course. We will have no more problems from now on, cousin. It is all plain sailing straight to the top for you and me. We will see if things are that simple. Oh, da war's schon. So. Thank you, cousin. I'll see you later. So, jetzt will ich euch meine lustige Spielerei noch zeigen. Und zwar, wir fahren hier einfach mal irgendwo rechts ran. Steigen aus. Und zücken das Telefon. Ach nee, nicht Telefonbuch. Nein, hoch. Warum kann ich denn das noch nicht? Ich kann das noch gar nicht, das dauert erst. Ach nee, doch, es geht. Und zwar... Wenn man hier jetzt die 911 anruft, machen wir mal so zum Spaß. Hello, you're through to the Liberty City Emergency Services. Please use your touchtone keypad to select which specific service you require. So, jetzt die Frage, was wollen wir haben? Die, für die 1 die Polizei, für 2 den Notarzt, für 3 die Feuerwehr. Wir holen mal jetzt die Feuerwehr. Hello, this is the FDLC. Where do you need assistance? Hove Beach. We'll get a fire truck out to you right away. Hold tight and please be advised that the FDLC takes no responsibility for damage to property. So. Und jetzt, also er sagt auch, egal wo wir sind, er sagt wo wir, also er sagt immer den Straßennamen. Und jetzt muss man nur kurz warten. Also wenn ihr mal ein Polizeiauto braucht, ruft die Polizei. Braucht ihr einen Krankenwagen, ruft einen Krankenwagen. Manchmal kommt der Krankenwagen auch von alleine, wenn ihr irgendeinen anfahrt. Na, wo ist denn jetzt die Feuerwehr? Das ist jetzt der Vorführeffekt hier. Hm. Wo ist denn jetzt hier die scheiß Feuerwehr? Ach, scheiß Vorführeffekt. Rufen wir nochmal was hier. Es klappt, ich schwör's, echt. Ich weiß nur nicht, warum es jetzt gerade nicht klappt. Vielleicht ist die Straße hier scheiße. Rufen wir mal ein Polizeiauto. Oh, das klappt. Feuerwehr hat eben nicht geklappt. So, und dann hat man die Möglichkeit, ne, die steigen aus und gucken sich ein bisschen um. Normalerweise gucken sie sich um. Und dann kann man sich das Polizeiauto klauen. Okay, der ist gerade ein bisschen stinksauer, egal. Aber das funktioniert halt, Leute. Also wenn ihr mal irgendwie so ein Fahrzeug braucht, Polizeiauto ist auch total cool, da kann man, wow! Da kann man, den Polizeicomputer nutzen und kann dadurch auch Verbrecher suchen, das ist immer ganz nett. So! Gucken wir mal weiter in dem Spiel hier. Ich weiß jetzt gerade nicht, was die nächste Mission ist. Oh, hey Nico! Where's Roman? Good question. Hey, Yoko, your damn cousin isn't here. Go get me a coffee. What? Get me a fucking coffee! Come on, I'll get you one. What? You keep staring at me.
I'll burst one of your eyeballs. Gorgeous, this guy's a fucking creep. Give him a break. He's new in the country. I can see that. Did he walk here from 1985? Yeah. Excellent. Now stop fucking staring at me. I mean, I know I'm good looking and everything, but come on. Hey, Mallory. Hey, man. Hey. About time. Vlad, Vladdy boy, what's going on? Roman. Roman boy, you tell me what's going on. Nice aftershave. What is that? Sex pest? No. It's where is my fucking money? I had it. I had some of it. Then those Albanians you said you would deal with came and smashed my computer. So it's my fault? I didn't say that. Good. Anyway, Nico dealt with him. Broke Darden's arm, then beat up a couple more. Then we teach them a real lesson. Is that so? I tell you what. While you don't pay, maybe you and Nico can do me few favors. Sure. Good. Why not? Later, Vlad. What? The phone's ringing. Hey. Yeah. Okay. No, I can't do it. My cousin will do it. Yes, he can drive. No, he's not a cop. His name is Nico. He'll be right over. Nico, sorry to ask, cousin. Can you go pick up Germaine, one of my regulars? He's over on Rotterdam Hill on Mohawk Avenue. Whatever. Ah, sehr gut. What was this all about? Nico came in looking. Das können wir jetzt hier überspringen, das interessiert keinen. Und zwar, wir sollen einen abholen. Jetzt kann ich euch mal das Polizeisystem zeigen. Das unterscheidet sich nämlich auch ganz, ganz krass von den alten GTA-Teilen. So, dafür holen wir jetzt mal den Typen ab. Oh, das Lied im Hintergrund ist großartig. Ich würde ja gern lauter machen, aber da kriege ich 100 pro Ärger mit GEMA etc. pp. Ah, da war die Feuerwehr. Kamen sie jetzt erst. Ist doch jedes Haus abgebrannt. Und zwar, das Lied finde ich deswegen so großartig, das ist vom Eurovision Song Contest. Das hat da irgendwann mal gewonnen. Voll klasse, dass das hier im Soundtrack drin ist. Feiere ich total ab. Wie es gerade heißt, weiß ich nicht. Aber ist super. So, wir holen jetzt hier den Kniftengerd ab. Kann man auch überspringen. So, und der muss zu irgendeiner Garage, glaube ich. Dummerweise wird die Garage von Polizisten überwacht und deswegen kommen die dann auch. Und dann könnt ihr mal sehen, wie sich halt dieses... Oh, das war knapp. Wie sich das Polizeisystem unterscheidet. Ist nämlich ein bisschen anders. Sonst hattet ihr immer 3-4 Sterne oder sowas und wenn diese Sterne da waren, musstet ihr einfach eine gewisse Zeit entkommen. Ist hier ähnlich, aber doch noch ein Stück spezieller. Oh, hier hab ich reingemusst. So, los, gib Gas. Question. Being here in Liberty City is just making them dirty. So, fahren wir am besten gleich mal rückwärts rein. I gotta pick up some hot parts for my locker. Oh. You down? I ain't got no problem with that. Ja, Entschuldigung, ich hab keinen Rückspiegel. So. That door isn't meant to be open. Wait here while I take a look. Na, 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 na. So, jeder, der bei einem Verbrechen ertappt wird, erhält ein Fahndungslevel. Die Anzahl der Sterne, bla, 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 kennen wir, ne? Umso mehr Cops kommen. So, und wir müssen jetzt entkommen. Und da unten auf der Karte seht ihr dieses Rot-Blaue. Und ihr seht diesen Umkreis. Das heißt, ich muss aus diesem Umkreis herauskommen. Und in dieser Zeit darf kein Bulle wieder kommen. Wenn der Bulle kommt, dann geht dieser Umkreis genau wieder ab diesem Bullen los. Also, fahr um dein Leben. So, wir fahren, wir fahren, wir fahren. Entschuldigung. Oh, hier auch großartig, das muss ich euch auch mal zeigen. Die haben eine deutsche Biermarke verarscht da oben und die heißt Pisswasser. Ich finde das so großartig, ohne Scheiß. Pisswasser. Ich hätte mal Bock auf einen Liter Pisswasser. So, die Sterne oben sind grau und jetzt sind wir raus. Und wenn wir raus sind, dann fangen die an zu blinken. Oh, da oben kommt schon wieder ein neues Polizeiauto. Wir warten einfach hier. So, weg sind sie. Und das war im Grunde schon alles. Ist natürlich, also umso mehr Sterne ihr habt, umso größer ist der Umkreis, umso härter werden die Bullen, SWAT-Teams kommen,
und so weiter. Helikopter, das kennt man aus den anderen Teilen. Aber das Entkommen ist halt hier ein bisschen anders. So, und ich denke, wir springen jetzt wieder. Und ich zeige euch dann mal, dass das, Schießdeckungssystem, das Kampfsystem mit Waffen. So, und jetzt kommen wir zur nächsten Mission. Und zwar, hier holen wir Little Jacob, glaube ich, heißt der Typ. Oder ja, ich glaube, das ist Little Jacob. Und Little Jacob müssen wir bei einem Deal so ein bisschen begleiten. Und da kommt dann, kommen das erste Mal Schusswaffen zum Einsatz. Das ist alles hier relativ weit am Anfang. Also ihr werdet relativ schnell in diese Geschichte auch geworfen, was ich eigentlich ganz cool finde. Also es wird nicht so lange geplänkelt und nicht so viele fahr den nach da und den nach da Mission, sondern es geht eigentlich relativ schnell los mit harter Action. So. Jetzt hat er mir eine Pistole. Oh. Toll. Jetzt hat er mir eine Pistole gegeben. So. Ich soll mir jetzt eine Position weit oben suchen, um besser schießen zu können. So, wir gehen hier hin, wo es auch angegeben ist. Hocken uns hier hin, damit uns keiner sieht. So, und dann müsste die Mission auch gleich losgehen. Sehr schön ist, achtet mal da unten dann gleich auf die, hier Holzschränke und so. Die haben alle eine komplett eigene Physik und das finde ich immer ganz nett, wenn sowas ist. So, warte darauf, dass sich Little Jacob in Position begibt, ne? Stand da, glaube ich. Ja, what's this? I think there's only gonna be one of you is coming. Jacob, Jacob, Jacob. We have to teach. Natürlich ist es leichter, mit Maus und Tastatur zu schießen oder besser gesagt genau zu treffen. Hier ist wieder anvisieren, abdrücken. Ihr seht die Energie. Ne, wir können jetzt auch mal hier bam, bam. Oh. Man kann auch ein bisschen hochziehen, dann trifft man manchmal noch einen Kopf. Hier wollen wir mal ein bisschen den Schrank zerdeppern. Nachladen. Irgendwo kommt doch noch einer oben raus. Habe ich noch so einen. Ah, da, ja, da ist er. Oh, da trifft er mich natürlich. War's das, Junge? So. Was ich immer gerne mache, ist nach so einer Schießerei natürlich die ganzen Waffen einsammeln. Geld von den Gangstern. Und das hier ist einfach total nett. Bam. So. Wir müssen schnell weg. Oh. Wir nehmen die Karre, die sieht besser aus. Oh, und das Navi spricht hier auch. Hm. Make a U-turn when you are safe. Oh. Hier, ich will wieder den geilen Serbensender. Wo ist er? Da. Walowski sonst was. Wow, was ist das für eine Karre? So, und abgegeben. So, ich denke, wir springen jetzt noch mal ein bisschen, um auch zu zeigen, dass das wirklich definitiv kein Kinderspiel ist. Wir springen zu einer Mission, die heißt Uncle Flat. Wer von euch das Spiel kennt, weiß, dass diese Mission einen ganz schönen derben Ausgang hat. Also, bis gleich. Ich wollte euch noch was zeigen. Bei dieser Mission hier ist es so, dass man halt den Auftrag gekriegt hat, diesen Kerl hier umzunieten. Hier gibt das Spiel einem aber die Entscheidung, töte ich ihn oder lasse ich ihn leben. Das will ich euch gleich mal zeigen, da muss ich nur erstmal hinter ihn herkommen. Klettern und so, das funktioniert alles von alleine, das ist eigentlich ganz nett. So. So, jetzt ist er runtergefallen. So, wenn das Symbol eines Gegners blau oder rot blinkt, dann hast du die Wahl, ihn entweder auszuschalten oder am Leben zu lassen. Deine Entscheidung kann Konsequenzen nach sich ziehen. Ich weiß nicht, was für Konsequenzen das war. Also für LB kann ich ihn hochziehen, X kann ich ihn von der Kante treten. Ich bin netter. Mo
once you're dead, you can't be old.